to share. So I stop everything. Yeah, I pull on my shoes. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück in Costa Rica, hier in unserem wunderschönen Domizil. Und ich habe einen neuen Freund gefunden, und zwar den Champi, den kennt ihr alle. Na Champi, sag doch mal hallo. Sag doch mal. Ja, genau. Da ist er, da kratzt er sich gerade. Mein kleiner Freund hier, der Champi. Ja, und in diesem Video, ihr habt schon gesehen, jetzt im Intro, es gibt viel, viel zu sehen. Wir machen Gyrocopterflüge, wir gehen surfen, wir checken Supermärkte ab und vieles mehr. Und ihr kommt natürlich mit, genau wie mein kleiner Freund hier. Hä? Are you feeling a whole day? Wagemutig, wie der kleine Anton ist, wird er jetzt hier auf einen Baum klettern und uns eine Kokosnuss organisieren. Ja. Und da bin ich mal sehr gespannt. Immer noch am Playa Samara. Ich hab schon mal eine runtergeholt. Ja, der Flo, ja klar. Die war eben vom Boden hier. Der alte Halori. Aber der Anton wird jetzt auf den Baum klettern und der ist deiner, oder? Ja. Das kann halt so gefährlich sein. Manche Leute sterben da sogar dabei, aber ich nehme mal so einen kleineren Baum. Ich versuch's einfach. Nee, ja. Das kriegen wir hin. Wir passen auf dich auf. Ja, lass deine Mama erfällt. Ihr fangt mich einfach auf. Mutti vom Anton, es tut mir leid. Ich werde trotzdem gut auf ihn aufpassen. Ich bin halt ein Affe. Anton, yo, geilo, richtig gut. Warte, ich helfe dir. Vorsicht an deinem Fuß. Also ich fang dich. Alter, der Anton hier. Mein Gott, mega geil. Anton Guso, was sagst du? War anstrengend, aber ging. Ey, super bist du hochgeklettert. Und ich muss dir sagen, du hast dich auch, dachtest am Anfang kurz, jetzt hörst du auf, ne? Aber dann hast du gedacht, nee, da sind zu viele Leute, die zugucken. Ne? Die sind auch deutsch, weißt du, darfst dich nicht blamieren. Ach Quatsch. Schon hier, mich schon festgeschrammt, aua. Autsch. Oh. Aber geht klar, so. Aber Maximum Respekt für den Anton. Maximum Respekt für den Anton, ey. Das gibt einen Daumen hoch für den Anton hier. Für 10 Euro hole ich euch auch eine. Wunderschön hier am Strand, einfach wunderschön Costa Rica, wirklich ein Traum, Samara und diese ganze Gegend hier. Beim Pazifik sind wir ja auf der Pazifikseite. Es ist wirklich ein Traum, liebe Freunde. Ihr habt es gerade gesehen bei dem Zeitraffer. Und wisst ihr was? Jetzt nehmen wir euch mal mit in einen Supermarkt. Die sehen nämlich auch wirklich lustig aus. So, jetzt gehen wir hier in den schönen Supermarkt rein. Die Jungs sind auch am Start. Die Simon und der Kasen gerade ihre Beute nach Hause bringen und dann gehen wir nachher noch was essen. Aber wie ihr dachtet, jetzt müssen wir euch natürlich noch diesen Supermarkt hier zeigen. Vom ersten Anschein nach sieht das alles ziemlich gleich aus hier. Schöne Filme laufen hier. Oh, das ist der Robin Hood auf Spanisch. Oh, guck mal, hier rennen auch einfach mal Hunde entgegen. Das sieht man auch nicht auf dem deutschen Supermarkt, dass hier wilde Hunde rumrennen. Ja, und im Prinzip gibt es hier wirklich das Gleiche, aber wenn ich jetzt mal so das Snickers anfasse, ist es komplett geschmolzen. Denn hier drinnen ist es mega heiß, das heißt Snickers oder sowas, Schokolade kannst du nicht essen, oder Anton? Hey, guck mal hier. Ah. Ich muss gar nicht duschen, Mann. Du schwitzt so sehr, du bist quasi deine eigene Dusche. Lecker. Guck mal, hier im Notfall auch hier der kleine Anton, sein Lieblingstier, ja, ein kleiner Elefant. Ja, ich bin auch der Elefant, dachte ich. Ja, du bist Benjamin Elefant. Ja, ne? Benjamin, der kleine Elefant. Ja. Da liegt einfach noch ein richtig fetter Knubbelkäfer hier im Supermarkt. Den nehmen wir mit, den kaufen wir. Was, wie viel willst du den essen? Das ist 100 Euro. Alter Insider. Aber vorher doch Brat, ja. Ach guck mal, hier gibt es sogar mein Getränk, Del Valle. Ah, das muss ich jetzt mal mitnehmen. Was nehme ich denn hier?
Frutas Mixtas, Manzana. Manzana ist übrigens Apfel. Ich glaube, wir müssen hier mal fast ein Let's Eat machen, aber ohne den Gronkh ist das halt nur halb so geil, ne? Auch wenn die Jungs jetzt hier natürlich am Start sind, aber der Gronkh gehört ja fast dazu beim Let's Eat. Aber was sagt ihr denn? Sollen wir vielleicht eins ohne den Gronkh machen? Oder muss das mit dem Gregor sein? Schreibt's doch mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Oh. Through the day, wake up with champagne, brought me an A. I told my mother I would quit. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. Ja, hallo liebe Freunde, es ist früher Morgen und wir werden uns jetzt auf ein richtiges Abenteuer begeben. Gemeinsam mit dem Jörg, der ist nämlich Pilot aus Deutschland. Und schön, dass du uns mitnimmst, denn wir werden Gyrocopter fliegen. Kennt der eine oder andere vielleicht aus einer Doku? Vielleicht hat er es auch schon mal selber gemacht. Oder eben aus Far Cry, dem Computerspiel. Bin ich auch mit dem Gyrocopter rumgedüst fleißig. Das wird ein Abenteuer, oder? Ja, klar. Und der Jörg, der macht das halt häufiger und wir gehen jetzt ab und die Lüfter abheben, yeah, oder? Ja, yeah. Das wird ein Ding. Das war einfach der Mega-Hammer. Gyrocopter, ultra cool. Und ich muss sagen, der Jörg ist das Ding toll geflogen. Wir waren richtig surfen an den Wellen entlang und so weiter. Ich kann es kaum fassen, was ich da alles gemacht habe. Das ist wirklich toll. Und jetzt sind die Jungs da, die werden auch noch mal fliegen. Und falls ihr mal Bock habt, das Team von Flying Crocodile wird euch rüberdüsen. Der Jörg ist richtig gut drauf, richtig netter Kerl. Das wird ein richtig großer Spaß. Also, einfach mal machen, Freunde, hier rüberdüsen nach Costa Rica. Flying Crocodile mit dem Gyrocopter, mit dem Jörg hier rüberfliegen. Allein dieses Surfing oder wenn man dann so über diese Mangrovenwälder fliegt, ein paar Krokodile unten sieht. Unglaublich einfach. Unglaublich. What's the meaning of this life I'm living? I said you only get one shot and who gon' really know just what I'm missing? Shooting for the bigger dreams than the little things. Cause I'm trying to do it right. Yeah, my death ain't forgiven. And I've been thinking about the times when I could have lived better back in the days when my mind wasn't thinking about the paper. Wir wollten jetzt eigentlich surfen gehen, aber hier ist so ein krasser Monsunregen ausgebrochen. Hier ist die heftigste Regenzeit. Ich hoffe, man versteht überhaupt noch was, weil es ist tierisch laut. Ja, es wird wohl nichts mit dem Surfen, oder? Regenzeit! Weiter mit dir! So geil! Oh Benny, Gott, Mann, was ist hier los mit dir? Was ist hier los? Benny, Regenzeit! Der wird voll auf die Fresse geflogen. Ich glaube, die Hitze bekommt ihn nicht so gut. Es ist so eskaliert. Wir waren gerade eigentlich am Livestream und jetzt ist totaler Ausfall. Kein Handynetz, kein Internet, gar nichts mehr geht hier. Die Leute denken, es ist vorbei mit uns. Regenzeit XXL. Aber geil, dass wir das erleben, ey. Ich liebe sowas. Durch den Monsun. Hinter die Welt. Oh, oh. Ende der Zeit. Bis kein Regen mehr fällt. Ja, Mann, der Flori geht ab hier. Richtig geil. Hier, Sauerkraut mit Nürnbergern für mich. Und für den Champi gibt es ein bisschen Brot. Der sitzt hier gerade neben mir am Teller und sieht das mal gerade so. Hey, Champi. So, und wir lassen uns gerade richtig gut gehen hier. Dabei sind natürlich auch der Benny. Hi. Der Flori und der Anton. Jo, ich habe einen leckeren Obstteller. Lecker Obstteller. Mit dem Champi geht's echt gut, ne? Der mag das irgendwie. Mag das. So, und wir ziehen dann gleich mal los und werden euch mitnehmen auf einen kleinen Trip durch den Dschungel und dann auf nach Samara. Wir haben es endlich geschafft, nach den Regenschauern sind wir jetzt endlich mit dem Surfboard unterwegs und werden jetzt mal eine Runde surfen gehen. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, allerdings nie professionell und es ist auch schon wieder Ewigkeit mehr. Ja? Und jetzt werde ich nochmal probieren, meine Skills aufzuweisen, die Skills ins Wasser zu fallen. Und ihr werdet natürlich mitsurfen. Ich habe auch eine GoPro, allerdings hier eine Mittagshitze. Wir müssen sogar die T-Shirts anlassen, weil wir sonst verbrutzeln, ohne Scheiß.
Das wird richtig, richtig nice. Wir kriegen jetzt noch ein bisschen beigebracht. Und jetzt wird gesurft. Und nicht im Internet. Gesurft, hat richtig Laune gemacht. Man kam auch recht schnell wieder rein, haben sogar ein paar Wellen ganz gut bekommen. Ja, und jetzt gönnen wir uns hier ein paar leckere Fruchtcocktails, natürlich alkoholfrei, richtig, richtig lecker, so ein paar Smoothies. Und der Simon, der lebt für dieses Zeug, ne? Der lebt für dieses Zeug. Schon 5 Stück davon gesoffen. Wir nehmen mich auch mit. Das war 5. Prost! Ich habe jetzt 3. Das ist keine Kackwurst, das ist ein Frosch. Ich dachte, wir hätten hier auf den Rand geschissen. Da sitzt einfach so ein komischer Frosch bei mir auf der Toilette, Mann. Was soll der Scheiß, Benni? Wir können den in einem Hand hochfangen. Was hältst du davon? Benni, tu mir keinen Zwang an. Du bist doch jeder Hunter. Boah, Benni, extra Punkt, ey. Oh, guck mal, der kann sich voll gut festhalten. Boah, der ist krass. Boah, alter Schwede. Oh Gott. Der ist viel zu schnell. Im letzten Video noch die Falter. Und jetzt kommt Frogmaster. 3000. Obwohl der hat irgendwie auch. Der merkt schon, dass wir aus. Auf jeden Fall. Stell dir mal vor, du bist am Pinkeln, bist auf der Toilette und dann kommt da auf einmal so ein Frosch, Anton, der dir so einen Arsch bringt. Der ist ja direkt in der Wand, ey. Ja, das ist voll der Spider-Frosch. Lass dich mal, du blöder Frogger, ey. Komm schon. Ja, der ist drin. Alter, was? Geil, guck mal hier. Das ist der Spider-Frosch. Alter, Benni fängt den Spider-Frosch. Spider-Frosch. Da kommt der, sitzt einfach ein Frosch auf meiner Toilette. Bestimmt durch diese krassen Regenfälle ist der da reingekommen. Quack, quack. Mensch, was hier in dem Video nicht alles enthalten ist. Surfen, alles mögliche andere, Girocopter, Pipapo. Und jetzt geht's noch weiter mit Quadfahren. Das werden wir jetzt machen hier gegen die Sonne quasi, gegen Sonnenuntergang. Richtig schönes Wetter heute, ist ein perfekter Tag dafür. Wir düsen mal ein bisschen durch die Mangrovenwälder und so weiter. Das wird richtig, richtig nice. Zwischenstopper machen von der Quad-Tour und man muss sagen, das ist ein wunderschöner Ort. Also was habe ich selten gesehen. Der Sonnenuntergang geht hier runter. Wir sind hier auf so einem Berg. Richtig, richtig schön. Hier kann man mal die Seele baumeln lassen. Mal ein bisschen sich hinsetzen, ein bisschen hinschillen, mit Blick aufs Meer und so weiter. Also es gibt selten Orte, die ich bisher gefunden habe, die schöner sind. Und der Kahn, der will hier gerne so ein Heilzentrum bauen, könnte ich mir vorstellen, hier mal hinzudüsen. Das war unsere wunderbare Reise in Samara, in Costa Rica.
wo wir wirklich unglaublich viel erleben durften, wo wir eine unglaublich tolle Zeit haben, ein wunderschöner Ort, selten so viele schöne Orte gesehen. Und ich werde das so ein bisschen jetzt noch hier mit ein paar Schnittbildern untermalen, weil ich bin gerade an einem der schönsten Strände, die ich jemals im Leben sehen durfte. Und ihr wisst bereits Bescheid, ich war für die Super irgendwie schon in vielen Ländern, aber Costa Rica ist definitiv eine Reise wert. Es ist ein wunderschöner Ort und einfach ein Traum. Und ich wollte mich bei euch allen bedanken, dass ihr diese Reise immer so fleißig unterstützt, dass ihr immer so fleißig mitschaut und dass ihr einfach immer dabei seid. Und das finde ich voll geil. Wirklich, kann ich echt nur sagen, weil nur durch euch ist es möglich, dass ich so eine geile Reise machen kann. Und dafür will ich mich wirklich herzlich, herzlich bei euch bedanken. Das ist einfach ein Traum. Das ist einfach richtig geil. Und ich finde es toll, dass wir noch viele weitere Länder bereisen werden. Und ich hoffe, da kommt ihr dann natürlich auch mit. Also, ein herzliches Dankeschön an euch alle. Ein wirklich herzliches Dankeschön an euch alle. Ist der Hammer, dass ihr so fleißig mitschaut. Und ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und dass ich wahrscheinlich wieder viel, viel Arbeit reingesteckt habe, um euch auch tolle Videos zu bieten. Aber ich mache das halt auch nicht nur für euch, sondern auch für mich, denn es ist eine unglaubliche Erfahrung, wenn ich vielleicht in 10 Jahren diese Reise nochmal sehen darf und mich erinnern kann an diese schönen Tage, die wir hier hatten. Vielen, vielen Dank. Bis dann.